So, Tali, kommen Sie mit? Junge Frau? Ja, soll sie weiter rückwärts laufen. Wenn sie da Spaß dran hat. Wir müssen auf jeden Fall noch paar Ventile öffnen. Ah, da ist wieder was. Die spinnen wohl. Du gehst mal da. Was sind das überhaupt? Sammeln. Angreifen, angreifen. Okay, da steht die Tali. Okay. Ist tot. Aber die Tali. Find ja wohl. Du gehst mal bitte dahin. So. Jetzt da. Mann. Stehst du wieder auf? Ich stehe wieder auf. Okay. Hier haben wir den Ventilator wieder ventiliert. Ah, hier ist noch einer. Das klang. Da! Das war's! Das System ist aktiv! Ja. Schreit hier durch die Gänge. Oh, gut. Haben wir das auch? Gehen wir hier noch irgendwo hin? Hm. Ah, da haben wir ja schon am Anfang geguckt. Ja gut, dann können wir glaube ich wieder zurück. Schauen, ob jetzt alles wieder in Ordnung ist. Vielleicht kommen hier uns auch noch ein paar Gegner entgegen. Vielleicht sollte ich die Waffe nicht unbedingt wegstecken. Wir waren ja auch vorhin die ganze Zeit so komische. Ich krabbel an die Wand, geht. Was geht? Ja, der ist so schlecht, der Witz. So, haben wir dann hier irgendwo gleich den Fahrstuhl, den wir gleich benutzen? Ja, genau. Da geht das zu dem ein Raum, wo wir schon drin waren. Weiter, mit dir rede ich gleich. Erstmal reden wir mit Darwin. Willkommen, Commander. Das Alpha-Mädchen ist tot. Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gate beseitigt sind. Okay. Bezahlen Sie jetzt einfach? Nee, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Mhm, dankeschön. Mai. Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Sehen Sie sich die mal an. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen.
Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Ja, das war super. Aber nicht, dass es so laut brummt, bis es bumm macht. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jupp. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geht loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Bitte, bitte. Okay, reden wir nochmal mit Feidan. Oder möchtest du nochmal mit uns reden? Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Kolonie. Was können Sie mir über Sue's Hope erzählen? Ein faszinierender Ort. Einfach einmalig. Aber die Geht haben den Frieden gestört. Vielleicht könnte es Ihnen hier auch so gut gefallen, Commander. Ich wollte nie lange an einem Ort bleiben. Aber das hier ist etwas anderes. Warum? Dieser Ort erscheint mir wie ein Trümmerhaufen. Warum wollen Sie hierbleiben? Ich kann Ihnen keine gute Erklärung dafür geben, Commander. Zumindest keine, die Sie verstehen würden. Warum fragen Sie nicht Feidan? Er wird Ihnen alles besser erklären können. Persönliche Frage. Was macht ein Salarianer in einer menschlichen Kolonie? Salarianer folgen dem Ruf der Credits. Ich zumindest tat das. Ein Transporter mit interessanter Ladung kann eine gelungene Investition darstellen. Als ich einmal hier war, wollte ich nicht mehr weg. Das Kolonieleben lässt einen nicht mehr los. Ah, okay. Und der Name? Wie ist Ihr Name, Salarianer? Mein vollständiger Name ist Godot II, Heranon Maldinest Gott Inoste Ledra. Die Menschen verwenden meistens nur Vor- und Nachname. Also Inoste und Ledra. Warum so lang? Warum haben Sie einen so langen Namen? Unsere Namen stehen für unsere Herkunft. Godot II ist meine Heimatwelt und Heranon das Land meines Clans. Maldinest und Gott sind die Stadt und der Bezirk, wo ich lebe. Ah, okay. Gut, was haben Sie denn so im Angebot? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Ja, zeig mir mal ein paar sehr interessante Sachen, bitte. Kaufen, Präzisionsgewehr, Vergleich. Schüsse, Besitz, 1,4. Präzisionsstufung 52, 211. Nehmen wir mal mit. Moment, erstmal verkaufen. Und zwar das hier. Sonst noch irgendwas, was wir verkaufen können, weil es einfach zu low ist. Das ist 5, das ist 6. Bioverstärker. Ja komm, hauen wir weg. Brandsatz. Sturmgewehr. 234. Okay. Blink, blink. 234. Bup, 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 bup. Schüsse, Besitze. Ja gut. Kann weg. Präzision. Kann weg. Schrotflinte. Kann weg. Zug. Rüstungsupgrade. Okay, das behalten wir erstmal alles. Munitionsupgrade werden wir auch behalten. Rüstung, Rüstung, Munition, Munition, Waffen. Waffen, 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 Sturmgewehr. 190, weg. Weg. Schrotflinte. Weg. Präzision, weg. Ich kann das alles weg. Präzision weg. Was haben wir hier noch? Rüstungswaffen. 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 Waffen. Rüstungspräzision. Weg. Okay. Dann haben wir die hier. Die nehmen wir mal mit. Schrotflinte. 244. Nehmen wir mal mit. Pistole. Nehmen wir auch mit. Also, die haben wir ja gerade gekauft. Schrotflinte. Brauchen wir nicht. Das können wir noch mitnehmen.
Okay, dann rüsten wir einmal um. Präzisionsgewehr. Ja. Pistole. Ja. Schrotflinte. Kriegt sie? Ja. Dann kriegt er diese hier. Gut, hier haben wir nichts Neues. Sie könnte eigentlich noch die andere Pistole kriegen, eine bessere. Obwohl, die hat sie schon, na gut. Hier ist auch nichts. Granatwerfer. Okay. Was wir noch gucken könnten, ist hier die Munition. Aber ich glaube, das lassen wir alles so, oder? Dann haben wir was Besseres. Bup, 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 bup. Schredder 6. Ja, Schredder 6 haben wir ja drin. Oder? Haben wir denn da jetzt momentan drin? Schredder 6. Waffen-Upgrade. Rückstoß 3. Laufverlängerung. Plus Schaden minus Hitzeabsorb. Okay. Stabilisator. Könnten wir mal bei dem Scharfschützengewehr schauen. Nein. Nein. Da haben die Schredder drin. Was haben wir denn hier noch? Schaden mit Bumm. Schildumgehung. Protonenladung. Schildumgehung. Ja, das ist aber alles nix. Alles nix. Alles nix. Hier haben wir. Giftschaden. Oh, hier haben wir schon 6. Nehmen wir doch den. Was hat er hier drin? 4. Schildumgehung. Weniger Schaden. Das ist ja das, was wir doch schon haben. Schritter, 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 Schritter. Auch so bleiben. Was hat sie da drin? Und ich auch so weit, jo. Haben wir auch nicht. Okay. Gut, dann ist ja alles so weit. So gut. Wir wollten jetzt noch mit dem. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Ja, ja. Mach du mal. Ich will sowieso hier mit Captain Faidan reden. Der Faidan. Achso. Komm du, lauf doch mal ein bisschen. So, Faidan. Commander, was kann ich für Sie tun? Die geht aufgehalten. Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Ja, noch ein anderes Thema. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Seltsames Verhalten. Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Medikamente? Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Seltsames Verhalten. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges.
Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geht fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns. Okay. Na gut, dann erstmal auf Wiedersehen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Dann werden wir jetzt erstmal Richtung Aufzug gehen. Und diesen auch benutzen. Und mal sehen, was wir zu Exogen kommen. So. Und hoffentlich geht die gute Frau Tali wieder. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Hier sind noch gar keine mehr. Ist alles gut. Dass die gute Tali wieder vorwärts läuft. Aber das sieht ganz gut aus. Erstmal machen wir hier das Tor auf. Okay, brauchen wir nicht. Direkt in den Marco einsteigen. Na gut. Dann geht's mit dem Fahrzeug weiter. Auf zur Basis. Die Großen. Wie heißen die doch? Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Nicht? Ja. Mich zu schießen, Mann. Achso, ich dachte, ich fahre da runter. Nein, nicht runterfahren. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Mal da runterfahren? Ich weiß es nicht. Ich werde es aber auch nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Kann man hier irgendwas anschalten? Na gut. Na gut. Dann wollen wir mal sehen. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Lisbeth? Die Ellie? Was ist das hier? Okay, okay. Nichts zu mitnehmen. Lisbeth könnte noch da drin sein, sagt sie. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Aha. Warum kann der darüber schießen und ich nicht? Oh. Ist er tot? Okay. Na, jetzt mach doch hier. Lass mich hier weg. Mitch, ich will doch nur geradeaus. Oh, hier muss er irgendwo. Ein. Mensch, jetzt lass mich doch mal endlich aus diesem Fahrzeug raus. Gestern. Geht's hier irgendwo rein? Ah. Hier geht's rein. Kuckuck. Kuckuck. Ist da wer? Ah, da. Erwischt. Okay, hier haben wir noch ein paar Truhen. Einmal über Brücken. Stabilisator, Kampfsensor, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Ah, die Tali hängt da draußen schon wieder rum. Ist schon so eine Teamplayerin, die Tali. Irgendwie ist sie ein bisschen buggy. Ah, hier geht's gar nicht rein, na gut. So, Tali, kannst wieder zurück zu Mako gehen. Oder auch weiter hier rumstehen.
die hat heute keine Lust.